20 um 11 Uhr nach Weltzeit und gesendet wird wieder über den Sender Moosbrunn bei Wien in Österreich. Heute hört ihr einmal gleich die Verlosung von unserem letzten Gewinnspiel am 1. Mai und dann noch die Reportage von unserem zweiten Hörertreffen hier in Dessau sowie eine neu aufgearbeitete Reportage von meinem Vater über das Dessauer Theater. Euer Empfangsberichte, die sind wie immer herzlich willkommen. Diese schickt ihr bitte per E-Mail an maxberger@smradio-dessau.de oder per Post an Max Berger in die Saalestraße 44 in 06846 Dessau. Ich wiederhole nochmal, maxberger@smradio-dessau.de oder Max Berger in die Saalestraße 44 in 06846 Dessau. Juli, am 14. Juli, auf dem Tür hat um 11 Uhr nach Weltzeit, DEFA Filmmusik. Und zwar ist es eine sehr interessant gestaltete Sendung von Daniel. Diese wird dann am 21. Juli nochmals wiederholt, auf der 6095 kHz um 10 Uhr nach Weltzeit, über den Sender Nauen. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Geschichte. Am 20.07. sind wir zusätzlich nochmal auf Sendung. Jetzt hat mein Vater eine Sendung gemacht zum 80-jährigen, also für das Jubiläum vom Stauffenberg-Attentat. Und dort möchten wir um 10 Uhr nach Weltzeit auf der 6095 kHz senden. Bitte schaut nochmal auf unsere Internetseite, ob bleibt, dass wir am 20. Juli um 10 Uhr nach Weltzeit auf der 6095 kHz senden, über den Sender Nauen. Und diese holt am 21. Juli um 10 Uhr nach Weltzeit auf der 6.000. Am 21. Juli ist dann erstmals mit zwei großen Sendern eine Sendung von 49 Meter Band. Dann dachte ich mir so, wann haben wir denn schon mal gleichzeitig von Nauen und Moosbrunn gesendet? Ich meine, es ist jetzt nicht das gleiche Programm, es ist ein unterschiedliches Programm. Ich meine, wer dann doch lieber sich berieseln lassen will mit schöner Filmmusik, der geht dann eben auf die 6095 kHz und wer eben was sehr, sehr Informatives hören will, der geht dann eben auf die 6070 kHz. Wir werden sehen, wie es wird. Ich bin selbst gespannt. Also lasst euch überraschen und werft bitte nochmal unbedingt vorher einen Blick auf unsere Internetseite www.smradio-dessau.de. Dort findet ihr generell immer alle Sendezeiten aktuell und wenn jemand einen Fehler entdeckt, dann meldet er sich bitte. Kommen wir nun zum Gewinnspiel. Ich hoffe, wir mal so ein bisschen die kleinen Rose hier durch. Am 1. Mai fragten wir in der Sendung, wann war denn Daniel zum ersten Mal bei SM-Radio-Dessau zu hören. Viele haben sich tatsächlich richtig erinnert. Also viele waren tatsächlich, haben sich erinnert, haben das vielleicht in ihren alten Aufzeichnungen entdeckt. Es war der 1. Mai 2017. Generell habe ich aber das Gewinnspiel und auch andere Gewinnspiele eigentlich so gestaltet, dass man zur größten Not immer noch alles mit Hilfe unserer Internetseite herausfinden kann. Insgesamt 12 Leute haben die richtige Lösung gefunden. Ich wirf sie ja weiter durch. So, und jetzt ziehe ich einfach mal drei Lose, die jetzt einer ist am Radio der Vortasse gewinnen. Das ist einmal Andreas Pfeffler aus Dresden. Er hatte schon mal was gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Ein T-Shirt hat sowas. Ja, wer auch ein SM Radio Dessau T-Shirt haben will, der meldet sich. Können wir immer wieder machen. Dann haben wir hier, das ist eine 9 und die Nummer 9 ist Rainer Schneider aus Helfer. Da habt ihr die Lücke und der dritte im Grunde wird ein Mann sein. Ihr bekommt eine SM Radio Dessau Tasse und nun muss ich mir erstmal Gedanken machen, wie ich denn die Tassen verpacke, dass sie auch sicher bei euch ankommt. Nun
hört ihr aber erst einmal die Auswertung von unserem zweiten Hörertreffen vom 26. April 2024.